Hallo, mein Name ist Benjamin Sack, ich bin Bildreporter und teste jetzt gleich einen neuen Einkaufsroboter. Ich schalte mal die Kamera um, dann könnt ihr den auch sehen. So sieht das Gerät aus. Es wurde entwickelt, um Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, beim Einkauf zu unterstützen. Ich werde das Gleiche auch mal probieren. Hier sieht man auch die Kamera, ein Display. Der Einkaufsbeutel. So sieht er von der anderen Seite aus. Der Roboter ist ungefähr so 1,60 Meter hoch, 50 cm breit. Und wenn ich jetzt gleich auf diesen Knopf drücke, werde ich fotografiert, eingescannt. Und dann wird er mir folgen. Ich muss nichts anderes machen, kann mich von anderen Kunden unterscheiden, einfach nur, weil er mich eingescannt hat. Dann kann ich durch die Gänge gehen und meine Einkäufe dann hier in den Einkaufsbeutel stecken. Und er folgt mir einfach. Bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. So, also ich drücke mal diesen Knopf. Leuchtet schon mal blau. Jetzt werde ich gescannt. Mir wurde gesagt, wenn das grün leuchtet, dann ist alles okay. Und er folgt mir. Und bleibt auch stehen, wenn ich stehen bleibe. So, ich stehe jetzt hier vor einem Regal. So, angenommen, ich brauche jetzt hier dieses Olivenöl, dann kann ich den Barcode scannen, lege das Olivenöl in den Einkaufsbeutel und gehe dann weiter, beispielsweise zum Getränkekasten. Weil der aber nicht da reinpasst, wird er eingescannt und am Ausgang mir später dann von einem richtigen Menschen angebracht. So läuft das dann hier. Mit allen möglichen Artikeln, ganz egal, was ich einkaufen möchte. Angenommen, es gibt den Artikel nicht, dann kann ich auch den einscannen. Das Ganze landet dann, wenn man das jetzt einfach mal sich ein bisschen größer anguckt, auf so einem digitalen Einkaufszettel. Und wenn die Ware nicht da ist, wird mir das dann einfach ausgeliefert. Beispielsweise, wie wir eben gesehen haben, mit so einem kleinen Auslieferroboter. So, der andere Roboter folgt mir hier, weicht Hindernissen aus. Jetzt hat er mich verloren, glaube ich. So, jetzt hat er mich wieder. Und folgt mir. Schon ein bisschen beängstigend, wenn einem so ein Roboter die ganze Zeit folgt. Aber es funktioniert erstaunlich gut. Mal gucken, ob ich den hier durch diesen schmalen Spalt bekomme. Ja, hat er, auch das hat er geschafft. So, die Entwickler sind ganz nervös, glaube ich, ob das jetzt auch hier so klappt, wenn die Bildzeitung das testet. So, ich stelle mir gerade vor, ich gehe jetzt hier durch die ganzen Gänge, habe alle Einkäufe erledigt und dann, man kennt das schon von diversen Supermärkten, da gibt es diese Selbstbedienungskassen, da ist dann alles erfasst. Ich kann hier nochmal bestätigen oder scanne das selber ein, bezahle und kann den Laden verlassen. Der Roboter soll mir dann sogar auch bis zum Auto folgen. Wenn ich dann alle Einkäufe eingeladen habe, soll das dann so gehen, dass ich dann hier wieder auf diesen Knopf drücke. Und das war's. Kann der nächste Kunde den WeGo übernehmen. Spannende Sache.
zu sehen gibt es das gerade bei den Metro Innovation Days. Da wurde aber gesagt, das ist jetzt nichts, was wir aktuell planen einzuführen. Wir wollen einfach nur mal unseren Mitarbeitern zeigen, woran wird aktuell gearbeitet, was ist technisch möglich. Und das ist schon sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, wenn ihr Fragen habt, stellt sie ruhig. Ich versuche das dann zu beantworten. So sieht der Einkaufswagen der Zukunft aus. Ist ein bisschen was anderes als die Drahtgestellmodelle, die wir so haben. Funktioniert übrigens offenbar auch ohne Pfand.